Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir uns heute den neuen Abarth 600e genauer anschauen. Dieses Fahrzeug repräsentiert nicht nur die neue Designsprache der Marke Abarth, sondern markiert auch den Eintritt in das Zeitalter der Elektromobilität. Mit seinem muskulösen Karosseriestil und einem Innenraum, der voll auf Fahrspaß ausgelegt ist, setzt der Abarth 600e neue Maßstäbe. Eine moderne Hommage an die traditionsreiche Rennsportgeschichte der Marke. Schon auf den ersten Blick fällt das Außendesign ins Auge, das von klassischen Abarth-Fahrzeugen inspiriert wurde. Der vordere Stoßfänger erzeugt einen markanten Haifischnaseneffekt, der an den Abarth 850 TC aus den 1960er Jahren erinnert. Damals wurde ein Ölkühler in den Frontspoiler integriert, um den Motor optimal zu kühlen. Heute, im Elektrozeitalter, sorgt die aggressive Form vor allem für eine starke optische Wirkung. Auch das Heckdesign verweist auf den historischen Abarth 850 TC, insbesondere durch die markante Gestaltung mit aerodynamischen Elementen wie dem Dachspoiler. Die netzartigen Muster auf den Stoßfängern sowie die zweifarbigen Flächen am Heck verstärken den sportlichen Look zusätzlich. Technisch punktet der Abarth 600e mit einer Spurverbreiterung, die an der Vorderachse 30 mm und an der Hinterachse 25 mm beträgt, was dem Fahrzeug eine beeindruckend bullige Haltung verleiht. Hinzu kommen die 20 Zoll Leichtmetallräder mit Diamantschliff und die Nabenblenden, die den Look eines Rennwagenzentralverschlusses imitieren. Besonders auffällig sind die grafischen Elemente auf der Karosserie, die den Bezug zur Rennsporthistorie der Marke und zur Welt der Videospiele herstellen. Der ikonische Skorpion, das Sternzeichen des Firmengründers Carlo Abarth, wurde modernisiert und verweist in seiner Gestaltung auf den Elektroantrieb des Fahrzeugs. Die Farben Hypnotic Purple und Acid Green des limitierten Modells Scorpionissima sind nicht nur auffällig, sondern auch symbolisch. Lila erinnert an die Wirkung eines Skorpionstichs, während Grün das Gegenmittel darstellt. Im Innenraum setzt sich der sportliche Stil konsequent fort. Das dunkle Ambiente wird von Sportsitzen und einem Zweispeichenlenkrad dominiert, das an den Fiat 131 Abarth Rally aus den 1980er Jahren erinnert. Mit Alcantara und Lederbezügen sowie einer 12-Uhr-Markierung bietet das Lenkrad nicht nur optische Highlights, sondern auch eine praktische Orientierung bei schnellen Manövern. Die Sitze im limitierten Modell Scorpionissima sind besonders stark konturiert und mit Skorpion-Grafiken verziert, während die Sportsitze des Modells Turismo ein von der Welt der Spiele inspiriertes Streifenmuster aufweisen. Details wie die Abarth-Logos auf den Einstiegsleisten, ein zentrales TFT-Farbdisplay mit spezifischen Grafiken und Aluminiumpedale im Scorpionissima-Modell runden das Interieur ab. Insgesamt verbindet der Abarth 600e die historische DNA der Marke mit innovativen Ideen und mutigem Design. Der muskulöse Look, die markanten Details und der Fokus auf Performance machen ihn zu einem echten Statement im Segment der Elektrofahrzeuge. Ob im Alltag oder auf der Rennstrecke, der Abarth 600e bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis, das sowohl Fans der Marke als auch neue Interessierte begeistert. Waren die Infos zum Abarth 600e informativ? Dann lass bitte ein Abo da.